Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Florian Friedrich, befreit und aktiv. Ein Schwenk aus meiner Praxis, ganz normaler Alltag hier bei mir. Ich hatte gerade einen Patienten da vor ein, zwei Stunden, der einen akuten Bandscheibenvorfall hat. Er hat mir seine Bilder gerade mitgebracht, ihr habt es gesehen. Er war gestern bei mir, hatte die klassischen Symptome eines Bandscheibenvorfalles. Er hatte ausstrahlende Schmerzen ins Bein. Taubheit hatte er noch nicht, da gehe ich gleich nochmal genauer drauf ein. Und ja, Rückenschmerzen hatte er auch und einfach ein steifes Gefühl im Rücken, war so bei mir, kam zu mir. Ich kannte ihn vorher nicht, er war, ist keiner meiner Patienten, die ich schon, wo ich manchmal das Gefühl habe, ich kann schon ein bisschen besser helfen akut, weil ich den Patienten länger kenne. Das war ein Patient, der über Empfehlung notfallmäßig zu mir gekommen ist. Und ja, ich wollte euch einmal erzählen, was so meine Herangehensweise bei einem Bandscheibenvorfall ist. Beziehungsweise individuell muss man ja jeden Patienten betrachten, jetzt bei diesem Patienten. Aber ich muss sagen, es gibt so ein Schema, was ich verfolge, was sich für mich in den letzten Jahren so entwickelt habe, was sich bewährt hat, in meinen Augen. Also, der Patient war gestern da. Ich habe ihn durchgetestet. Ich habe die klassischen Testmanöver gemacht. Einige von euch kennen es, Lasik-Test, all diese ganzen neurologischen Prüfungen, Reflexe und so weiter und so fort. Bin mittlerweile immer so ein bisschen zwiespältig. Es gibt ja, Ärzte, die ganz oft sagen, das ist ein Bandscheibenvorfall auf jeden Fall. Der hat die und die Symptome. Ich habe schon einfach so viele Sachen gesehen, die so ähnlich sind, wo ich einfach mir nie hundertprozentig sicher sein kann, es sei denn, es liegt eine schwere neurologische Symptomatik vor. Ich habe schon Patienten gehabt, die hatten wirklich einen Kribbeln im Fuß, ausstrahlendes Bein, all das, was quasi der Bandscheibenpatient auch hat, und die hatten einfach nur ein entzündetes ISG, ein Iliosakralgelenk. Es gibt viele Sachen, die sich überlagern können, die sehr ähnlich sind, da muss man einfach aufpassen. So, ich habe ihn getestet, habe gesagt, kommt mir ein bisschen komisch vor, wir machen jetzt erstmal noch nichts, habe ihm erstmal Medikamente gegeben gegen die Schmerzen und etwas, um die Muskulatur ein bisschen zu lösen, dass die Spastik da aus der Rückenmuskulatur ein wenig rausgeht, habe das lokal ein wenig behandelt, manualtherapeutisch, habe ihm dann bei einer bekannten Praxis von uns hier einen MRT-Termin gemacht, da war er dann heute und kam jetzt vorhin mit diesen Bildern, ihr habt es gerade gesehen. Ich zeige sie euch nochmal ganz kurz, ihr seht hier auf dem Schnitt, das ist jetzt, wie gesagt, MRT von der Lendenwirbelsäule. Ihr seht hier in dem Bereich, hier die kleine Kugel, die da rauskommt. Das ist Bandscheibenmaterial, was ausgetreten ist. Es gibt noch ein, zwei andere Schnitte. Transversal heißt das dann und so weiter und so fort. Interessiert jetzt hier gar nicht. Er hat einen Bandscheibenvorfall. Ganz kurz von der Anatomie her, ich will euch auch nicht langweilen. Bandscheibenmaterial sieht so aus, dass ihr so einen faserförmigen Ring habt und in der Mitte drinne ist Gelee, kann man sagen. Und aufgrund von einfach ganz vielen Einflussfaktoren kommt es irgendwann dazu, dass dieser faserförmige Ring, der eigentlich ja sehr stabil ist, einreißt. Da gibt es tausend und eine Überlegung zu, warum das so ist. Und da soll die Genetik eine Rolle spielen, da soll mechanische Belastung eine Rolle spielen, muskuläre Schwäche und so weiter und so fort. Fakt ist, bei diesem Patienten ist dieses Gelee-Bandscheibeninneres ausgetreten. So, was machen wir jetzt? Hätte der Patient schwere neurologische Ausfälle, dazu zählen, es gibt so Red Flags, nennt man das so in der Medizin, so ganz starke Warnsymptome. Zum Beispiel, wenn er sich, es klingt witzig, ist es aber nicht, wenn er sich in die Hose machen würde, weil er es nicht mehr halten kann, unbewusst einfach. Das wäre ein Signal, wo man sofort ins Krankenhaus fährt. Das muss in der Regel operativ gelöst werden, das Problem. Dieser Patient hat jetzt außer die leichten ausstrahlenden Schmerzen ins Bein keine schweren neurologischen Ausfälle. Der kann auf den Zehenspitzen laufen, er kann auf den Fersen laufen, er hat alle Reflexe noch vorhanden. Von dem her, finde ich, ist das so das Bild eines Bandscheibenvorfalles, was ich so am meisten sehe bei mir in der Praxis. Also, ganz kurz und knapp, was habe ich gemacht? Er kam heute zu mir, ich hatte jetzt die Gewissheit, er hat diesen Vorfall, ich kann anhand der verschiedenen Schnitte, ich habe es gerade gesagt, von oben drauf geguckt, von der Seite drauf geguckt, kann ich ungefähr mir ein Bild machen, wo liegt dieser Bandscheibenvorfall, wo geht es hin, auf welche Strukturen drückt es und worauf muss ich aufpassen in der Behandlung. In meiner Wahrnehmung sind nur zwei Sachen ganz, ganz wichtig. Einmal muss man dem Patienten die Schmerzen ein bisschen nehmen. Medikamentös kann man da super arbeiten. Das zweite für mich ist ganz, ganz wichtig, dass ich von der Mechanik her denke. Was passiert da mit der Wirbelsäule oder was ist vorher schon passiert? Ich sehe das ganz, ganz häufig, dass es besonders im Lendenwirbelbereich Blockaden in der Wirbelsäule vorliegen, die einfach den Druck auf die Bandscheibe, ja,
anders aussehen lassen. Das bedeutet, eine Bandscheibe, die normalerweise hier zwischen meinen Händen, das sind beides Wirbelkörper, einer und der da drunter und dazwischen ist Bandscheibe. Wenn jetzt der eine Wirbel verdreht dasteht, in einer Blockadestellung steht, dann habe ich einfach einen anderen Druck auf die Bandscheibe, ähnlich wie bei einer Zahnpastatube. Ich drücke irgendwo drauf und irgendwann ist einfach vorne die Stabilität weg und es flutscht raus. Kurz und doof gesagt, aber ich sehe das so und fühle mich da auch bestätigt in der langen Arbeit, die ich da jetzt ja schon mache. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, diese Mechanik zu korrigieren. Das heißt, ich mache durch manualtherapeutische und chiropraktische Manöver den Wirbel, deblockiere ihn, stelle ihn wieder quasi richtig und sorge damit dafür, dass der Druck auf die Bandscheibe anders wird, physiologisch besser wird. Und dann habe ich quasi die eine Quelle, eine Ursache gelöst schon mal. Dann muss ich schauen, wie verkrampft ist die Muskulatur? Schaffe ich es mit Massage, Weichteiltechniken, Manualtherapie, die Muskulatur zu lösen? Manchmal gehe ich mit Akupressur. Ihr habt es in meinem letzten Video gesehen. Wenn nicht, guckt es euch an, mein kleines Stäbchen. Gehe da in die Tiefe und bearbeite die Muskulatur damit. Manchmal ist es so fest, dass ich lokal Medikamente spritzen muss, damit sich das löst. Und ja, das Zweite, was ich dann mache, ist dem Patienten einfach auch anzuweisen, wie er sich zu verhalten hat zu Hause, was darf er machen, was darf er nicht machen. Stufenbettlagerung ist eine wunderbare Möglichkeit. Ihr legt euch flach auf den Rücken, Hüfte und Knie 90 Grad abgehoben und mit Kissen oder einem Hocker unterstützen. Das entlastet die Bandscheibe in der Lendenwirbelsäule extrem. Macht es. Die meisten Patienten machen es aber eh, dass ihr Positionen einnehmt, die euch gut tun. Der Mensch ist nicht so blöd, wie es scheint. Meistens macht man automatisch Sachen, die einem gut tun. Und von dem her ganz, ganz wichtige Faustregel, wenn ihr eine Position findet, in der ihr euch wohlfühlt, keine Schmerzen habt, keine Ausstrahlung ins Bein, dann nehmt die auch ein. Die ist wahrscheinlich in dem Moment die beste für euch. So, jetzt geht der Patient von der Liege runter, sagt, oh, ich fühle mich schon ein bisschen besser, der Druck ist ein bisschen weniger ins Bein und was kann ich noch machen? Jetzt muss ich schauen, wenn ich schon was gespritzt habe, was kann ich ihm noch oral als Tabletten mitgeben. Da gibt es ein, zwei Möglichkeiten für Muskelrelaxantien, die man nehmen kann. Es gibt ein tolles Medikament für neuropathischen Schmerz, also so Nervenschmerz, der ins Bein ausstrahlt. Dann gibt es die Möglichkeit, die klassischen NSAR-Schmerzmedikamente zu verabreichen. Ganz, ganz selten ist es so, dass man wirklich mal eine Kiste höher greifen muss und schwerere, dollere Opiate geben muss. Und da müssen die Schmerzen schon ziemlich stark sein. So, und jetzt hat der Patient seine Tabletten bekommen noch, beziehungsweise das Rezept dafür und geht damit aus der Praxis raus. Zu Hause kann er noch ein bisschen Wärme draufpacken. So, und dann kommt er in einem Abstand von ungefähr 2 Tagen wieder, weil ich dann erwarte, dass durch die feste Muskulatur und die Schonhaltung wieder ein, zwei Blockaden da sind. Die werde ich wieder korrigieren und muss dann wieder evaluieren, wie ist die Muskulatur, fest oder nicht, strahlt noch ins Bein aus und muss dann mit den Medikamenten vielleicht ein bisschen weniger gehen, vielleicht ein bisschen mehr machen oder ihm alles wieder abnehmen, weil alles wieder besser ist. Und ich bin an einem letzten Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, es gibt die Möglichkeit mit Spritzen unterm CT. Das kennen vielleicht einige von euch, vielleicht haben es eure Eltern oder Bekannten schon mal bekommen. Spritzen unterm CT, Cortison und Betäubungsmittel. Wie stehe ich dazu? Das ist ein ganz schwieriges Thema. Grundsätzlich finde ich eine Möglichkeit, die dem Patienten Linderung verschafft, immer gut. Allerdings gibt es viele Studien dazu, die gezeigt haben, dass diese Spritzen gar nicht immer erfolgreich sind. Das ist teilweise ein schwieriges Thema, weil ich normalerweise erwarten würde, wenn ich so einen invasiven Eingriff über mich ergehen lasse, erhoffe ich mir doch eigentlich schon relativ sicher eine Linderung. Und ich empfehle das meinen Patienten immer nur, wenn wirklich richtig Not am Mann ist, wenn die ausstrahlenden Schmerzen ins Bein, also dieser Nervenschmerz, dieser Wurzelreizungsschmerz extrem stark ist, dann kann man das machen. Meistens ist es nicht mit einer Spritze getan, es sind meistens eine Serie von 3 bis 5 Spritzen, die ihr unterm CT machen müsst und wenn nichts anderes hilft, kann man das machen. Die operative Behandlung eines Bandscheibenvorfalls ist wirklich ganz, ganz weit hinten, da muss man erstmal am Anfang gar nicht dran denken, erst, wie gesagt, wenn diese Notfallsignale wie Inkontinenz etc. auftreten. Ja, das ist so ein kleiner Schwank gewesen bei mir aus der Praxis. Ich habe da, wie gesagt, so ein kleines, ein bisschen anderes Vorgehen für mich entwickelt, im Gegensatz zu anderen
Ärzten, Orthopäden oder ja auch Therapeuten und fahre damit aber sehr, sehr gut und habe halt, wie gesagt, bei mir die Möglichkeit, durch meinen therapeutischen Background und das jetzt Arzt-Dasein so ein bisschen mixen zu können. Das heißt, ich kann therapieren, kann aber auch Medikamente verschreiben und kann da so ein bisschen den goldenen Mix finden für den Patienten. Und ja, wie gesagt, ich fahre damit ganz gut. Und ja, macht damit auch weiter und würde mich freuen, wenn ihr mal ähnliche Themenvorschläge unten in die Kommentare schreibt. Es gibt ja zu allen möglichen Bereichen Schulterschmerzen, Impingement, Knie, Operation, Meniskusoperation, ja, nein, was soll ich machen? Ganz, ganz viele Fragen und wenn ihr die Fragen unten in die Kommentare schreibt, nehme ich mir sehr gerne Zeit und beantworte euch die hier in einem kurzen Video. Wenn es euch gefallen hat, liked das Video, folgt mir auf meinem Kanal, folgt mir auch auf Instagram, damit ihr keine Inhalte von mir verpasst. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Ciao, ciao.